Hallo, not an old dog, Folge 10. 10 Wochen. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und heute kommen sie die Fragen von euch. Einige gehen schnell zu beantworten. Ich hoffe, ich komme da schnell durch. So, rauchst du pur oder mit Tabak? Ich rauche pur. War da nicht richtig aufgepasst. Ich rauche schon länger pur. Und zwar war das aus einer Not heraus mal. Da war ich so, ich glaube, 19 Jahre alt. Da hatte ich ein kaputtes Chillum zu Hause liegen. Von einer Bon. Und nur noch ein ganz kleines Stückchen Hasch. Ich wollte das aber, konnte doch immer kein Joint draus bauen, gar nichts. Ich wollte aber unbedingt jetzt was rauchen. Also habe ich dieses kaputte Glasteil genommen, alle Folie klein gemacht, reingefroppelt, das kleine Stückchen oben drauf und habe es ganz langsam in dem Feuerzeug weggeraucht. Und so zu war ich noch nie davor. Das war der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, nicht mehr mit Tabak zu mischen. Allerdings war das mit Hasch, mit einem kleinen Haschpfeifchen und habe sehr viel weniger dadurch verraucht. Also mit einem Gramm bin ich fast eine Woche lang hingekommen, wenn ich alleine geraucht habe. Mit Freunden natürlich ging das dann ratzfatz weg und die schlechteren Platten später, da waren es dann 4 Gramm am Tag, immer jeden Tag an 50 Mark. Das war auch der Grund, wieso ich da immer mehr in die Seelen reingerutscht bin, weil das Geld musste ich erst einmal haben. Ne? Wie war deine erste Bon und wie alt warst du da? Meine erste Bon. Ja, da habe ich in Rammersdorf gewohnt. Bin ich mit 18 hier ausgezogen. Da habe ich in Rammersdorf gewohnt und das war keine Bon. Das war eine Kavum. Da kamen zwei aus einer Perla, meine Kumpels, und die haben mich da besucht und die hatten eine fette Kavum dabei. Die Wum gewesen so lang. Mit einem Kopf vorne. Also Kavum ist ein Rohr mit einem Köpfchen. Wie eine Bon ohne Wasser und unten kein, nicht zu. Ja, dann habe ich da halt, oh Moment, ich habe sogar ein Foto, wo ich eine Doppelkopf-Kavum rauche. Da war allerdings, war ich da schon 24. Das zeige ich euch mal. Seht ihr da? Ja, schon lange her. So ein Ding habe ich da geraucht. Das war mein allererstes Erlebnis mit so einem Konsumgerät. Weil ich bin ja der Meinung, dass eine Bon definitiv den Rauch ja abkühlt, aber das Abkühlen, ein kalter Rauch schmeckt überhaupt gar nicht. Ich mag auch nicht diese Eiskerben, die dauernd drin sind, obwohl ich zugeben muss, dass dann der Rauch ein bisschen weicher ist. Ich persönlich mag die ohne Eiskerben, kann man besser sauber machen. Das Wasser ist für mich eher ein Filter, der Stoffe, die halt beim Ziehen abgehen, Glut und Asche und sowas, dass man das halt nicht mit einatmet. Der große Körper eines Kavums oder einer Bon ist dazu da, um mehr Rauchvolumen zu komprimieren und das auf einmal einzuatmen. Wer das mit Tabak raucht, der kriegt einen richtigen Tabakkick und wer nur mit Cannabis das macht, der kriegt den Kick nicht. Der kriegt trotzdem sehr einen schnellen Zugang zu diesem Zustand. Das ist dann ganz schnell. Aber es ist trotzdem nicht so wie mit Tabak. Tabak ist ein Katalysator, würde ich mal sagen, in dem Augenblick. Ich würde es nicht empfehlen, weil es total ungesund ist. Sobald ich mal jemanden vor die Kamera zerren kann, der mit Tabak raucht, machen wir mal einen Versuch. Dann vaporisiere ich in einer Bon. Eine wird mit Tabak geraucht und die andere wird pur geraucht. Dann 3-4 Köpfchen und dann schauen wir mal, welche siffiger aussieht. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie eure Lungen ausschauen. Weiter im Text. Wie konsumiertest du im Knast? Ich habe genau einmal einen Joint geraucht und ansonsten haben wir nur Aufleger geraucht. So nennt man das in Bayern. So. Wir haben halt Kugelschreiber genommen, aufgemacht, Mine raus, dass wir ein Röhrchen haben. Wenn man kein Kugelschreiber, kann man auch ein Papierröhrchen nehmen. Dann nimmst du halt irgendwie so ein Papierröhrchen. Nimmst ein Papierröhrchen und dann. Stellt euch vor, das ist eine Zigarette, machen wir es so. Ja? Nee, schaut eher aus wie eine Zigarette. Stellt euch vor, das wäre ein Kippchen. Ein Aufleger ist so ein kleines Stückchen Hasch. Ganz klein abgeschnitten, das musst du auf einmal einziehen können. Ja? Und dann liegt das so, das kleine Stückchen Hasch ist so. Du tippst das mit der Zigarette, glühende Zigarette, zündest du an, das vorne glüht, Asche wegpusten,
tupfst du an. Dann hast du es dran, drehst du so, dass es oben drauf liegt. Und sobald das Glühen anfängt, siehst du sofort eine ganz andere Rauchfarbe, die ist weiß. Tabak und Nikotin und so weiter ist blau. Gehst du mit deinem Röhrchen ran und ziehst den weißen Rauch weg. Ganz oft und ganz langsam. Davon ungefähr 3 Stück und dann bist du bereit. Ja. So war das früher. Bis heute ist, wo fast keiner mehr Haschisch hat, sondern die meisten Gras rauchen, habe ich keine Ahnung. Vermutlich rauchen sie alle Sticks, Pur Sticks oder Pur Joints, keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo mal wieder so einen Knastkanal, wo welche frecherweise im Knast raus streamen mit dem Handy. Gibt es, soweit ich weiß. So, U-Haft so lang, welche Gründe? Teilweise glaube ich, hat es schon damit zu tun gehabt, dass man einen Druck ausüben wollte auf mich. Dass die Trennung, die ich hatte zu dem einen anderen Kandidaten, der eigentlich schon lange wieder draußen war, also der ist entlassen worden, ich hatte trotzdem noch Trennung und aufgrund der Trennung durfte ich nicht arbeiten und musste Einzelhaft 23 Stunden in Zelle und so weiter. Und dann habe ich auch noch Geständnis abgelegt, weil der andere Zipfel da ja mich so erpresst hat. Und trotzdem war das noch da. Das heißt, es gab gar keinen Grund mehr, mich unter Druck zu setzen. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Münchner Justiz hoffnungslos überlastet war. Das ist auch heute wieder. Damals war ja auch ein Problem mit Flüchtlingen. Problem, das ist ausgemacht, das Problem immer. Aber Fakt ist, es waren mehr Menschen da, als die Münchner sich anscheinend das gefallen lassen wollten. Ich weiß nicht, woran es lag. Es sind auch ganz viele natürlich straffällig worden. Aus denselben Gründen wie heute. Die Leute durften nicht arbeiten. Langeweile den ganzen Tag. Und dann macht man halt so einen Scheiß. Und bevor die jemanden abstechen, verkaufen sie Drogen. Sie sind ja auch bloß Menschen. Und niemand möchte das. Keiner wird als Dealer geboren. Ja, ich glaube, die waren einfach nur überlastet. Und als mein Anwalt dann ein bisschen Druck gemacht hat, sanft, ganz sanft eigentlich nur, obwohl schöne Worte gefunden hat dafür, haben sie mich ja auch dann gleich in Strafhaft gesetzt nach der Verhandlung und danach dann auch gleich auf Therapie. Ob ich mich schuldig gefühlt habe zu dem Zeitpunkt oder kriminell war, nein, ich fühlte mich weder kriminell. Noch heute, rückblickend, würde ich sagen, ich war nicht kriminell. Ich habe sehr wohl gegen das BTMG verstoßen, weil in meinen Augen dieses BTMG obsolet ist. Das braucht man nicht so in dieser Form. Deswegen bin ich auch Aktivist geworden und engagiere mich für die Legalisierung. Und deswegen fühle ich mich überhaupt auch gar nicht schuldig, sondern ich fühle mich eher unschuldig verfolgt. Ja. In Bayern konnte ich keinen Schritt mehr gehen, ohne dass der Polizist mich kontrolliert hat. Also außerhalb von München. In München war das komplett anders. Die waren da schon ein bisschen smoother, aber gegen Berlin sind die auch umgechillter. Alkohol ein Problem. War es das mal? Ja, das war's. Alkohol war tatsächlich mal ein Problem in derselben Zeit, wo ich wieder rückfällig geworden bin. Und damals war es ja so, habe ich ja schon mal erzählt in dieser Sendung. Dass ich Opiate genommen habe, weil die schneller rausgehen aus dem Urin als Cannabis. Das war meine Begründung damals. Und ich denke mir, als ich eine Zeit lang dem ganzen Glauben geschenkt habe, was ich in der Therapie da gelernt habe, also da auf Daytop war es ja so, dass mir am Schluss einige Ex-User gesagt haben, Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber Ex-User waren Leute, die dort ausgeholfen haben oder sogar festangestellt waren. Und da waren ein paar dabei, die gesagt haben, hey, wenn es du unbedingt meinst, dann halt dich halt an die legalen Sachen, dann saufst halt einen Alkohol. Wenn du das dann nicht so übertreibst, dann geht das schon in dieser Gesellschaft. Das war dann endlich mal wahre Worte von jemandem, der selber nicht ganz klarkommt in dieser Gesellschaft, der auch diese Krücke Alkohol genutzt hat. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ein Foto von mir, wie ich aussah, als ich ein bisschen mehr Alkohol als üblich getrunken habe. Ich sage euch danach auch gleich mal, während ihr das Foto anschaut, die Menge. Jeden Tag eine Flasche Rotwein und eine Flasche Jack Daniels, dazu 2, 3 Bier. Es hat nicht lange gedauert, nach 3 Monaten habe ich dieses Foto gemacht. Das hat mich so geschockt.
Ich sah da ein bisschen meinem Vater ähnlich und war so aufgedunsen und so viel Wasser im Gesicht und so dick. Das war nicht ich. Ja. Und dann bin ich auf die Opiate umgestiegen. Und jetzt sitzt mir ein Foto, wie ich von der Arbeit heimkomme, auf Opiate. Den Unterschied kann man ja wohl feststellen, oder? Da habe ich wohl ein bisschen Bier getrunken und ab und zu gekifft. Und dann kann man die aufladen. Ja. Also ich würde schon sagen, dass die Auflagen mich aus der Bahn geworfen haben. Ich bin im München Ostbahnhof zum Beispiel mal festgehalten worden mit 10 Gramm Hasch. Das war richtig gutes Material. Ich bin gerade unterwegs gewesen. Ich habe nicht gedealt zu dem Zeitpunkt gar nichts, weil ich hatte echt Schnauze voll gehabt. Und die halten mich fest, nehmen das ab und dann kriege ich halt auch von München so einen Strafbefehl von, weiß ich nicht, ja, das, was ich dann später habe absetzen müssen. Ich weiß den Betrag gar nicht mehr, aber ich glaube, es waren so 5.000 Mark für 10 Gramm Haschbesitz. Der definitiv zum Eigenbedarf war. Ja, ich war vorbestraft. Na und? Die Strafe für jemanden, der sich gegen ein Bier entscheidet und für einen Joint, ist halt einfach unangemessen. Alleine so zu denken, finde ich schon sehr strange. Ja, man lernt das da in diesen Schulen und das ist da Gesetz und bla bla bla. Aber das Gesetz, dass man das überhaupt angenommen hat, war ja schon eine Frechheit. Und dass man bis heute da rumeiert. Hey, zack, sind einfach mal die Schengen Richtlinien außer Kraft gesetzt und in Bayern gibt es eine Grenzpolizei und das wird wieder alles kontrolliert, wie früher. Das wird gegen das Schengen-Gesetz verstoßen, da werden einfach irgendwelche Richtlinien erlassen, das könnte man mit dem Cannabis genauso schnell machen. Von heute auf morgen, innerhalb von 4 Wochen könnte man es erlauben. Aber es ist halt nicht gewollt. Ja, Arsch in der Hose haben muss man leider auch. So. Ja, genug von ihren Aktivisten-Kram, jetzt geht es um was anderes. Wie oft wurdest du verhaftet und was denkst du heute drüber? Das sind die letzten Fragen. Mein Gott, ich wurde x-mal kontrolliert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann da mitgenommen worden bin in irgendwelche Räume rein zum Nacktausziehen in München am Hauptbahnhof. Und da waren es dann die Zellen bei der Polizei da oben, in der Polizeiwache. Und in der Gitterstraße in irgendeiner U-Bahn-Dingsbums drin, U-Bahn-Wachraum mal. Und irgendwann habe ich dann kapiert, hey, ich muss mir legal machen. Hey, ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Und die habe ich schon sehr lange. Verstanden habe ich das alles erst sehr viel später, dass es bei mir nur immer um Schmerzen geht. Na, ich habe immer schon Schmerzen in die Beine gehabt und die sind halt weg, wenn ich Heroin genommen habe. Später habe ich das dann verstehen müssen. Ich brauche nur Schmerzmittel. Ich brauche nur irgendwas gegen meine Schmerzen. Dann ist das Opiatenzeug alles gar kein Thema mehr für mich. Und diese Systematik damals, die man halt in Bayern gefahren ist, man gibt ihnen Kodeinsaft, sollen sie selber sich zu Hause einteilen, dann hast du da ein paar Liter im Kühlschrank stehen nach einer Zeit, wenn du drauf bist, rauchst du weiter deine Bleche oder diejenigen spritzen, die spritzen oder schnupfen, die schnupfen. Aber dieses Zeug, das kannst du ja bunkern. Und wenn du das dann brauchst, wenn du da mal ein bisschen affig bist, dann kann man auch arbeiten gehen. Und genau so habe ich das eine Zeit lang gemacht. Ich hatte meine Substitute zu Hause im Kühlschrank stehen und bin da ganz normal arbeiten gegangen und habe mir es halt am Wochenende richtig gegeben. Und immer aber mit legalen Substanzen. Das war halt das Kodein oder das war Rohypnol oder Valium. Und dann bin ich weggegangen und habe nur Bier gesoffen dazu. Ob das gesund war? Ganz sicher nicht. Ey, meine Leber, die hat halt dann schon Werte gehabt von jenseits von Gut und Böse. Aufgrund dessen habe ich dann wieder aufgehört mit dem ganzen Chemiezeug da vom Arzt. Ja, krass überhaupt, dass das halt so einfach gelaufen ist. Aber es war halt so. Wenn du Kontakt gehabt hast zur Drogenberatung, dann gab es da so einen Arzt, der hat dich dann substituiert. Die hatten alle keine Ahnung, weder wir noch die Ärzte und die Apotheker waren auch damals schon so drauf, dass der eine hat da einen Saft mit reingemacht, der nächste, der hat da halt am Tag bloß 100 Milliliter verkaufen wollen. Ja, und einige haben ganz schön Reibach gemacht. Na, da gab es halt auch so eine aus der Fabrik hergestellte Kodeinsäfte und dann gab es welche, die haben die Apotheker selber gemacht. Da gab es welche, die haben es gut gemeint, dann hast du einen Ultrastarken gekriegt und dann haben sie da welche, entweder haben es keine Ahnung gehabt, ich weiß nicht. Der aus der Industrie, der war schon versetzt mit einem Zuckersaft und es gab, so wie heute, im Cannabis, Apotheken, die hatten sehr viel und immer was da. Andere mussten es bestellen und manche haben es extra hergestellt. Wenn ich es für mich gehabt habe, habe ich es mir immer herstellen lassen in einer bestimmten Apotheke, weil ich wusste, dass es stärker ist als wie das Industrielle. Das war in einer Plastikflasche drin und das hat so einen coolen Verschluss gehabt,
dass man das so rausspritzen hat können. So konnte man das geil verkaufen. Ja, die anderen braunen Fläschchen, da hast du das immer mit Tropfen voneinander gemacht. Aber so konnte man so gut in den Behälter von demjenigen, der was kaufen möchte, abfüllen. Jetzt habe ich es auch schon geoutet. Ja, ich habe an der Gisela Straße Codeinsaft verkauft. Und oh Leute, das ist eine ganz andere Szene. Das war Cannabis. Dealerei unter Freunden, das ist nicht schön da. Da wird ständig, kriegst du da irgendwelche Reibereien mit, musst mit einem Auge aufpassen, dass die Polizei nicht kommt. Das merkst du aber schon, wenn es alle abhauen, dann haust du am besten auch ab. Ja, da ist mir sogar einmal passiert, ich bin abgehauen und dann laufe ich genau der Polizei in die Arme, weil ich halt das nicht geschnallt habe, von wo sie kommen. Zum Glück habe ich noch nichts verkauft gehabt an dem Tag. Nur meine Dosis genommen und mir nicht und mein Rezept dabei und sie haben halt nichts tun können. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Wenn du das Rezept hast, bist du eigentlich sicher. Solange nicht von oben die Order kommt, auch die mit Rezept werden drangsaliert. Ja, irgendwann einmal wollte halt dann Bayern damals den Kurinsaft unbedingt auf BTMG-Rezept setzen. Und da hat dann Frankfurt am Main und Berlin haben damals nur drüber gelacht. Ob die einen Schuss nicht gehört haben, weil die haben nämlich ganz andere Probleme gehabt dort. So ist es in Frankfurt am Main heute noch, da ging es ja dann bei Heroin. Das ist echt das Problem. Nicht das Codein, das man vom Arzt kriegt und ganz brav in der Apotheke holt und so weiter. Ja, das haben sie dann auch irgendwann dann sein lassen und dann kam das Methadon, was noch abhängiger macht als das Codein. Codein ist schon ein harter Entzug, ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie lange, weil ich habe ihn nie machen müssen. Ich habe es immer mit dem Heroin da runtergeholt und dasselbe mit dem Methadon. Ich habe mich, soweit es ging, runterdosiert und bin wieder auf Heroin umgestiegen, weil dieser Entzug, hey, das ist so ein Horror. Und ehrlich, es gibt doch Ärzte im weißen Kittel, die sind den Namen Doktor gar nicht wert. Die wollen mir überhaupt nicht helfen. In München gab es einen, der hat seine Arztpraxis für ein paar Milliliter Methadon mal schnell streichen lassen. Von ein paar Junkies, die eigentlich Handwerker sind. Also Junkies sind ja auch ganz normale Menschen, meistens normale Berufe, sind da irgendwie reingeraten. Das ist irgendeine Dummheit, vielleicht weil sie ein gebrochenes Bein hatten und sie haben da Morphium bekommen und dann festgestellt, was das für ein geiles Feeling sein kann und dass es schon eine Alltagskrücke auch sein kann. Davor hast du dich ja nicht falsch verstehen. Es ist kein Aufruf, nicht probieren. Aber für manche Menschen ist es so. Und dann bräuchte derjenige halt von einem Arzt das verschrieben und so, dass man halt nicht irgendwo auf irgendwelchen Straßenecken von irgendwelchen Halunken irgendein Zeug kaufen muss, was du nicht weißt, was du da kriegst. Ja, ich habe mal so ein gestrecktes Zeug gekriegt, 50 Mal irgendwie ganz schwer zusammengekratzt, dann nach München gefahren zum Hauptbahnhof, von jemandem was geholt, du kannst das ja nicht ausprobieren, das ist so Päckchen, schnell, überall sind Kameras, Polizei, richtiger Verfolgungsdruck. Dann schnell raus aus dem Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis Pasing gefahren. Ja, nein, noch weiter. Pasing ist auch so ein heißes Plastik gewesen damals. Sind wir noch ein bisschen weiter raus und dann mache ich das Ding auf. Ist da schon eine komische Farbe. Und dann lege ich das auf den Löffel. Das war die Zeit, wo ich schon gespritzt habe. Wo ich es auf den Löffel lege, mache das Wasser rein, mache es heiß, dann klumpt das. Ja, dann war das ein verschissener Soßenbinder. Tja, was machst du denn da? Du weißt genau, in ein paar Stunden geht's los, dass das Klo muss, da hast du dann Dünnpfiff, dann fängt der Schweiß an, die Augentränen, du musst dauernd gähnen, du hast keine Kraft mehr, hey. Dann fangen die Schmerzen langsam in die Beine an. Und du weißt, da ist keine Geldquelle mehr, nichts mehr, dein Konto ist hoffnungslos überzogen, dein Arbeitgeber geht auch nicht, weil entweder hast du gar keinen mehr oder wenn du einen hast, bist du wahrscheinlich krankgeschrieben. Hey. Würde mich interessieren. Schreibt es mal doch mal in die Kommentare unten rein, was ihr in so einer Situation machen würdet. Ja, du hast niemanden, der dir Geld geben kann. Du bist auf dich ganz allein gestellt. Du kriegst vielleicht schon Sozialhilfe oder Hartz IV oder sowas und die Kohle ist auch schon raus. Du hast ja gar nichts mehr. Ja, die letzten 50 Mark, 50 Euro, 15 Euro, irgendwo hast du aufsteigen können, hast du jetzt schon irgendein Arschloch in den Arsch geblasen, der halt meinte, er ist ein Wichser. Mir fällt mir das so eine Typen gar nicht ein. Es sind gar nicht notwendig. Leere. Wenn man nicht zu gierig ist selber, dann wäre es nicht notwendig gewesen. Aber es gibt halt solche Leute, die nutzen die Situation hemmungslos aus, dass du nicht zur Polizei gehen kannst. Verstehst du?
Und in Bayern war es halt nun mal so, dass der Verfolgungsdruck seitens der Polizei auch extrem war. Die sind da rein mit einer richtig krassen Härte, die haben die Leute gepackt, auf den Boden geschmissen, auf den Rücken gekniet und die Arme verdreht, Teufel komm raus, so richtig brutal. Ein paar, nicht alle. Ich habe es bloß ein paar Mal gesehen, ich habe es zum Glück nie selbst erleben müssen, aber das ist natürlich, wenn einer versucht abzuhauen. Ein Kumpel habe ich getroffen im Knast, wo ich da in der Krankenstation war. Im Hofgang greife ich den wieder, haben sie ihm vorne die ganzen Zähne gefehlt. Schön im Viereck. Was ist denn da passiert? Ich sage, ja, ey, da hat mich ein Polizist festgehalten am Rosenheimer Platz oder am Isartor. Dann haben sie ihn im Schwitzkasten genommen und gesagt, spuck's aus. Und er hat halt Blomben im Mund gehabt. Der Blombe ist halt so eingeschweißtes Heroin, Koks und so Zeug. Er hat Heroin gehabt im Mund, so 10 Blomben. Er spuck's aus und er wollte halt nicht. Da hat er die Pistole ins Maul gehauen und die Zähne ausgeschlagen, damit das ausspuckt. Okay, das lasst mir jetzt mal ein bisschen sacken. Da ist ein Mann, der arbeitet für den Staat. Er hat eine Marke von der Polizei und er möchte dich verhaften. Und weil du nicht so mitspielst, wie er gerne möchte, schlägt er dir die Zähne ein. Nur weil du da was im Mund hast, was du verkaufen musst, damit du genug für dich selber hast, damit du keine Schmerzen hast. Ich habe dir gerade erklärt, wie hoffnungslos so eine Situation sein kann. Braucht man da wirklich die Polizei für so eine Situation? Oder wären Sozialarbeiter und Therapieplätze vielleicht nicht besser? Ich bin absolut gegen Repression. Absolut. Ich habe dramatische Erlebnisse gehabt, ich habe heute noch Probleme damit und es ist schon über 20 Jahre her. Ich kann heute noch nicht manchmal richtig einschlafen. Wo ich nach Berlin gekommen bin, 99, hat meine Freundin gesagt, warum zuckst du denn jedes Mal, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt? Ich sage, ich will meinen Ausweis rausholen. Sagt sie, ja, wieso denn? Ich bin es so gewohnt aus Bayern, die will mich sehen, wollen die mich immer kontrollieren? Ich habe Dreadlocks gehabt, ich habe es euch ja schon erzählt. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich auch Dreadlocks gehabt. Die sind damals bestimmt so lang gewesen. Ich habe sogar ein Foto.